Pizza wie aus dem Ristorante, aber zu Hause geht nicht, sagen Sie. Schauen Sie mal, geht doch. Mit unseren Do-it-yourself-Tricks. Der Geheimtipp: Pfanne statt Steinofen für ein knuspriges Highlight. Hier kommen 5 Tipps für die leckerste Do-it-yourself-Pizza. Bitte schön. Ein fluffiger Rand, zart geschmolzener Käse, fruchtige Tomatensauce und frisches Basilikum. Das ist die Pizza Napoletana. Sie ist nicht nur die Ursprungspizza, sondern auch Grundlage für alle anderen Pizzen. Pizzabäcker Fabio erklärt uns, wie man sie perfekt zu Hause zubereitet. Die Zutatenliste ist kurz: Mehl, Wasser, Olivenöl, Büffelmozzarella, Hefe, Tomaten, Basilikum und Salz. Ganz entscheidend ist allerdings die richtige Auswahl. Los geht's mit Tipp Nummer 1: Das richtige Mehl. Ausschlaggebend ist hier der richtige Eiweißgehalt. Für den Teig rührt Fabio in kaltem Wasser 4 Gramm Hefe an. Darin arbeitet die Hefe langsamer als im warmen Wasser. Der Teig wird fluffiger. Nach und nach gibt Fabio das Mehl dazu und verrät uns das Geheimnis hinter dem richtigen Pizzamehl. Also ganz entscheidend ist, dass wir ein Weizenmehl nehmen mit einem sehr hohen Klebeeiweißgehalt. Das steht dann letztendlich hier bei den Nährwerten, Eiweißgehalt. Das normale Weizenmehl hat 10 Gramm. Wir verwenden jetzt das 12 Gramm haltige Mehl. Und das ist letztendlich sehr entscheidend, um einen sehr leichten, fluffigen Teig zu bekommen. Jetzt noch Salz zum Teig und dann heißt es kneten, kneten, kneten. Wenn der Pizzateig schön gleichmäßig aussieht, ist genug geknetet. Jetzt muss er 20 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit widmen wir uns Tipp Nummer 2: aromatische Tomaten. Fabio verwendet Dosentomaten, die sind aromatischer als frische. Aber auch hier, die Sorte ist ausschlaggebend. Wichtig ist, dass wir San Marzano-Tomaten aus den Dosen her nehmen. San Marzano kommt aus der Region Kampanien und die wachsen in Vulkanerde. Somit haben sie ein sehr süßes, fruchtiges, schönes Tomatenaroma und die machen wirklich einen riesen Unterschied aus. Die Tomaten werden püriert und mit Salz abgeschmeckt. Die Soße braucht sonst keine weiteren Gewürze. Sie lebt von dem fruchtig-süßen Geschmack der Tomaten. Nach 20 Minuten ist der Teig aufgegangen und bereit, weiter bearbeitet zu werden. Fabio teilt ihn in Portionen, die jeweils für eine Pizza reichen. Die Teiglinge müssen so mindestens 12 Stunden ruhen. Wenn man es eilig hat, dann kann man letztendlich auch lauwarmes Wasser verwenden. Wir haben jetzt kaltes Wasser hergenommen. Und die Hefemenge einfach verdoppeln. Fabio hat schon am Vortag einen Teig angesetzt. Den bringt er nicht mit einem Nudelholz in Form. Er drückt und zieht ihn zurecht. So bleiben Luftblasen im Teig. Das ist wichtig für den locker leichten Pizzaboden. Kommen wir zu Tipp Nummer 3: Käse mit hohem Fettgehalt. Auf den Boden kommen 1-2 Löffel Tomatensauce. Danach den Büffelmozzarella in Stücke reißen und auf dem Boden verteilen. Der Käse sollte mindestens 50% Fett haben. Büffelmozzarella ist Büffelmilch und hat einen sehr hohen Fettgehalt. Der Fettgehalt ist wirklich entscheidend für den Geschmack. Fabio zeigt uns 2 Möglichkeiten, eine Pizza zu backen. Deshalb Tipp Nummer 4: Die Backsteinmethode. Er heizt den Backofen auf die höchstmögliche Temperatur vor und legt einen Backstein dazu. Den gibt's im Baumarkt ab 15 Euro. Meist ist auch ein Pizzaschieber dabei. Wenn der Backofen heiß ist, kommt die Pizza auf den Backstein. Der simuliert den Steinofen, in dem bei 600 Grad gebacken wird. Doch warum eigentlich? Die Luftblasen gehen nach oben. Dadurch wird es ein sehr leichter Teig, ein sehr schöner, leichter, fluffiger Teigboden. Und durch diese hohe Temperatur entsteht diese Triebkraft, der diesen Teig nach oben treibt. Genau. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Pizza fertig. Kommen wir zu Tipp Nummer 5, die Pfannenmethode. Fabio heizt eine backofenfeste, beschichtete Pfanne auf dem Herd auf hoher Stufe vor. Den Boden der Pizza legt er direkt in die heiße Pfanne. Erst hier kommt der Belag drauf.
Wenn der Boden von unten goldbraun ist, schiebt Fabio die ganze Pfanne unter die Grillfunktion des Backofens. Auf höchster Temperatur, versteht sich. Man sollte die Pizza nicht aus den Augen lassen, denn jetzt geht es ruckzuck. Die perfekte Pizza ist fertig. Basilikum und ein paar Spritzer Olivenöl runden die Sache ab. Für mehr Abwechslung kann man die Pizza natürlich mit allem belegen, worauf man Lust hat. In unserem Fall mit Rucola, Parmaschinken und Pecorino-Käse. Unserer Reporterin scheint's zu schmecken. Sehr lecker. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.